I want you to. Quiet. Ja, die Bildstörungen, die Sie da quasi sehen konnten, sind tatsächlich definitiv, lag nicht an unseren Sendercomputern, sondern die sind vom Künstler intendiert und so im Clip tatsächlich drin. In gewisser Hinsicht ein Stück, das nur eine Fortsetzung ist von The Girl and the Robot, könnte man annehmen, weil es hat ja wieder so diesen dieses Zwiegespräch zwischen ihr und diesem Vocoder. Durch den Vocoder hat das Stück, würde ich sagen, natürlich eine Anmutung ein bisschen von Kraftwerk. Also das Album, das Stück auf diesem Album, was am ehesten an Kraftwerk erinnert, sehr oberflächlich, aber trotzdem ist es ein bisschen da. Ja, ein Album, das finde ich mit 5 Stücken meiner Meinung nach sehr viel aussagt, sehr viel abdeckt. Es geht gleich los mit einem Stück, das heißt Monument und ist meiner Meinung nach auch ein solches. Das habe ich 2-mal gehört, dann war es für mich schon in dem Moment quasi einer der besten Songs des Jahres. Das war schon klar, großartig, auch gerade dadurch, dass es erst ein Popsong ist, ein ruhiger Popsong ist, der mit einer unglaublich tollen Stimmung aufgebaut ist und dann aber machen Sie was ganz Raffiniertes, obwohl es eigentlich gar nicht so raffiniert erstmal auf den ersten Eindruck ist, aber es funktioniert großartig. Dann machen Sie einfach weiter und lassen dieses großartige Backing, was eben auch wirklich toll ist, weiterlaufen und dann kommt ein Saxophon dazu, was extrem tonlos, also nicht so normales klassisches Saxophon-Solo gespielt ist, sondern eben so ganz mit ganz leichtem Ansatz nur vor sich hin und eigentlich auch erstmal nur die Melodie spielt und dann wird es ein 10-Minuten-Track, der... Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ein guter Freund von mir wird das, sieht genau das ganz anders, aber für mich ist es so, 10 Minuten lang keine Sekunde langweilig ist. Dann ist ein Popknaller drauf, Do It Again, das ist so die richtige Radionummer. Da könnte man beim ersten Hören erst mal sagen, ist mir fast schon zu sehr, zu kommerziell, aber es hat diesen gewissen Pfiff, den eben gerade Röyksopp und auch gerade auch Robin, finde ich, durch ihre besondere Stimme haben. Das ist eben, finde ich, doch ein bisschen über diese Sachen, die normalerweise man im Radio hört, deutlich hinaushebt. Dann ist eine sehr schöne, das, was wir gerade gehört haben, eine sehr schöne 80er-Ballade drauf. Und zum Abschluss gibt es auf diesem Album, finde ich, noch ganz hervorragend ein Lied, in dem relativ wenig passiert, auch ein reines Instrumentalstück, was mich dann aber sogar ein bisschen an Steve Reich erinnert hat durch die Klänge, die da drin sind. Das ist also so ganz, also sehr subtil sozusagen, was da passiert. Das ist auch nochmal ein relativ langes Stück. Ein hervorragender Rausschmeißer aus diesem Album. Von mir ist, da ich das quasi schon alles gesagt, also ich lasse es ja auch schon durchblicken. Ich finde es ganz, ganz, ich finde es wirklich ganz großartig. 5 mit Sternen kann ich schon sagen. Für mich, das habe ich nicht vom ersten Hören an gedacht, aber vom zweiten, dritten Hören war es für mich einfach so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie fandet ihr es? Fangen wir jetzt wieder mit Ecki an. Also der einzige Kritikpunkt an dem Album ist, dass es irgendwie eigentlich kein Album ist, sondern ein EP. Mhm. Und weil Robin, glaube ich, irgendwie das Albumformat hasst oder für nicht mehr zeitgemäß hält, was ich für einen großen Fehler halte, dann kommt nämlich sowas bei raus. Das ist nämlich der einzige Kritikpunkt irgendwie. Es gibt irgendwie kein repräsentatives Stück für diese EP. Das und stimmt. Das, was wir gerade gesehen haben oder gehört haben, ist eigentlich für mich das Schwächste. Und, würde ich auch unterstreichen. Ich gehe eigentlich fast komplett konform mit dir, mit der Einschätzung der anderen Stücke auch. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, weil ich sowas aber persönlich mag, dass das Album einen etwas homogeneren, runden Charakter, geschlossenen Charakter hat. Es ist wirklich irgendwie 5 oder 6 verschiedene Tracks, die wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Das stimmt. Es fehlt sozusagen so ein bisschen der richtige Spannungsbogen, der die Stücke verbindet. Sondern es ist mehr so 5 Ausnahmetracks, die jeder für sich sehr, sehr gut sind, aber nicht wirklich. Das kann ich nachvollziehen. Und solche Alben höre ich eigentlich relativ wenig, weil mich genau das stört. Weil ich bin immer noch ein Albumhörer, der wirklich großen Respekt hat und das auch entlohnt, indem ich das wirklich komplett höre, wirklich Alben komplett im Stück, ohne zu seppen. Mhm. Die Zeit nehme ich mir meistens schon und da wird man bei dem Album nicht so belohnt. Ich finde die Band nach wie vor ganz toll. Ich habe sie relativ spät entdeckt, auch erst eigentlich quasi im letzten Jahr, als mir ein guter Freund das letzte Album von The Knife, Shaking the Habitual, ich kannte die vorher auch nicht und habe mir dann auch die alten Sachen von The Knife angehört, die beides poppiger sind als das neue Album. Und über die wiederum bin ich dann irgendwie zu Fever Ray und über Fever Ray zu Röyksopp gekommen. Und ich finde die eigentlich alle ganz, ganz toll. Mhm. Und es ist sehr, sehr spannend. Und ich würde mir wünschen, dass sie ein richtiges Album produzieren, wo sie genau das berücksichtigen, was ich gerade gesagt habe. Also es soll auf jeden Fall noch ein Album geben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es tatsächlich dann ein Robin und Röyksopp-Album sein wird oder ob das dann doch wieder ein Röyksopp-Album ist. Sie haben jetzt auf jeden Fall erstmal die Idee, die finde ich auch ganz spannend, sie gehen auf Tour
und dann machen sie was zusammen, machen was dann jeder getrennt sozusagen. Also es gibt ein komplettes Konzert, aber es gibt halt mal Röyksopp, mal Robin und dann Röyksopp und Robin. Also es ist eigentlich auch ganz interessant, ob es dann tatsächlich darüber hinaus, also jetzt ein ganzes Album in dieser Konstellation geben wird, weiß ich nicht, aber ein Album wird es auf jeden Fall auch geben. Ich muss sagen, obwohl ich das so sehe, was du gesagt hast, also das auch unterstützen würde, es ist nicht so dieser Fluss da, ist es aber eben trotzdem, weil die Stücke so gut sind, also bei mir habe ich diesen Effekt gehabt und weil es vielleicht auch so, gerade weil es so kurz ist, habe ich selten irgendwie in letzter Zeit diesen Effekt so extrem wie bei diesem Album gehabt, dass ich es mir wirklich 10-mal hintereinander angehört habe. Ich würde mir so ein Album wünschen, wie das wäre zum Beispiel ein Album, also auf dem Album werden viele Wege gezeigt, die man gehen könnte. Mhm. Wenn sie richtig cool werden, dann würden sie so ein Album machen, das komplett im Stil wie das Stück Monument ist, auch vom Aufbau der anderen Stücke her, weil ich ist gewagt, aber es funktioniert und ich sehe es eigentlich, also die Bewertung des Stücks genauso, wie du es gesagt hast, weil ich finde es auch wirklich toll, wenn man Dinge ausufern lässt und wo scheinbar erstmal nicht viel passiert, wie dieses tonlose Saxophon, von dem du sprachst. Sowas finde ich gerade gut. Ich finde, ich mag es sehr, wenn Dinge vordergründig sehr unspektakulär sind und es nicht immer rumst und auch keine große Virtuosität gezeigt wird und eher versteckte kleine Nuancen drin sind, die aber trotzdem eine große Wirkung haben, die sich aber erst später zeigt. Das ist immer für mich ganz große Kunst und ganz, ganz große Musik. Irgendwelche vordergründige Finessen haben mich eigentlich noch nie überzeugt. Die verbrauchen sie auch sehr, sehr schnell. Mhm. Sowas hält länger. Mhm. Ja. Ninja. Ja, ich verbinde Röyksopp sehr mit dem Track, den sie mit Trente Müller gemacht hatten. What Else Is There? Und das war für mich damals so, dieser Remix, das hat mich damals so umgehauen. Wobei, in dem Moment, wer hatte da wenig Remix? Das war ein Röyksopp-Track. Stimmt, das war ein Röyksopp-Track mit der Stimme von The Knife. Und geremixed war es von Trente Müller. Das war der Wahnsinn jedenfalls damals für mich. Und ich bin vielleicht mit der falschen Erwartung rangegangen. Ich habe gedacht, jetzt kommen hier fünf unglaublich Wahnsinns-Songs, die so in diese Richtung gehen. Mhm. Ich schätze Robin sehr. Ich mag sie sehr gerne. Ich weiß, wir beide haben immer gesagt, sie ist die bessere Kylie Minogue damals, als sie sehr poppig noch unterwegs war. Ja, habe ich das gesagt? Ja. Ich weiß, Volker war damit nicht einverstanden, aber wir fanden das. Ich finde das auch immer noch. Ich war jetzt ehrlich gesagt total enttäuscht. Und ich habe mir das jetzt mit großen Augen angehört, was ihr gesagt habt. Ich finde es total belanglos. Die einzig spannende Stelle ist für mich in dem Song mittendrin bei Do It Again. Da ist was, wo ich merke, oh wow, ja, das hätten sie mehr machen müssen. Da finde ich einen ganz spannenden Bereich. Und ansonsten, ich finde es total... Nee, was meinst du? Genau die Stelle dazwischen in diesem Song, die eben nicht Disco-Bums ist. Genau. Für mich ist es ein bisschen... Wo auch die Akkorde etwas anders werden. Ja, ganz, ganz spannende Stelle. Und da habe ich gedacht, ja, davon hätte ich gerne 5 Songs gehabt. Von diesem und nicht dieses... Gut, dann haben wir jetzt ja quasi einen Wunschzettel an Röyksopp fertig gemacht, den wir jetzt abschicken können. Bitte ein Album mit ganz vielen Songs von dieser Stelle und was war das? Ach genau, und in der Art von wie das erste Stück. Ja. Das wird dann ja ein Knaller. Und das von Trente Müller noch remixen. Und das von Trente Müller dann noch remixen lassen. Genau. Also. Ja, okay. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass nur 5 Songs waren. Ja, das muss ich, ja, okay, kann ich auch nachvollziehen. Das muss ja auch nicht jedem sehen, aber ich finde es tatsächlich erstaunlich, weil für mich plätschert das so dahin. Ja, Punktewertung ist wie gesagt bei mir, also 5 mit Sternchen. Ich finde es viel Besseres, wird in diesem Jahr nicht kommen. Was sagst du? Ja, glaube ich. Das ist auf jeden Fall. Ich sag mal, das will ich aber doch hoffen. Es ist kein Album, aber es ist, wäre, wenn es ein Album wäre, für mich auf jeden Fall ganz vorne schon. Ich sag 3. 3. 4. Okay.